Hallo liebe Freunde, es ist Anfang Januar, ich stehe hier in Jerusalem, im Hintergrund von mir ist die Klagemauer, die Kotel HaMaravi und mir gehen sehr, sehr viele Gedanken durch den Kopf. Vor ein paar Minuten durfte ich sehen, wie hier Soldaten vereidigt wurden, neue Soldaten, die ihren Dienst im israelischen Militär beginnen und dieses Land verteidigen werden. Ein sehr emotionaler Moment, ein Moment, der einem wieder klar macht, wie wichtig der Staat Israel ist. Für uns alle, für Menschen, Juden in der ganzen Welt, wie aber auch für die Menschen natürlich, die hier leben. Egal, welche Regierung hier in Israel an der Macht ist, gilt diesem Land unsere uneingeschränkte Solidarität. Ja, natürlich kritisieren auch wir manche Dinge. Und natürlich sind auch wir nicht mit jeder politischen Entscheidung in diesem Land einverstanden. Aber unsere Solidarität gilt dem Land, auf das wir als Juden in der Welt angewiesen sind. Uns ist es wichtig, mit den Organisationen, die ich vertrete, den Menschen in Deutschland den Staat Israel näher zu bringen. Dieses Jahr wird Israel 75 Jahre alt, ein besonderes Jubiläum. Auch für Illi, die bundesweiten Israel-Tage organisieren, ist dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr. Seit 20 Jahren gibt es mittlerweile die Illi-Israel-Tage. Jedes Jahr wird auf unterschiedliche Art und Weise in den Innenstädten Deutschlands den Menschen Israel näher gebracht. Das Israel, wie wir es kennen und erleben, ein warmes Israel, ein wunderschönes, vielfältiges Land, das so ganz und gar nichts mit dem zu tun hat, was wir sonst in den Medien in Deutschland ständig als Konflikt das Land präsentiert bekommen. Die Innovation, die Technik, die Wirtschaft, die Wissenschaft, die Kultur, all das ist heute schon das Israel, wie ich es kenne und liebe. Und das ist das Israel, was ich den Menschen näher bringen möchte. Ich habe noch so viel vor, was mich persönlich betrifft, was die Organisationen Illi, I Like Israel und Honestly Concerned betrifft. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, es ist schwer geworden. Während Corona haben wir Freunde verloren. Die Gruppen, mit denen wir sonst Netzwerke bilden, sind teilweise zersplitterter denn je. Ein Israel-Kongress, der Menschen immer wieder miteinander, Menschen miteinander vereint hat, gab es schon seit 1998 nicht mehr. Das ist zu lang. Ein neuer Israel-Kongress, bin ich auch ganz ehrlich mit euch, ist ein sehr kostspieliges Unterfangen. Und ich weiß noch nicht, ob wir es schaffen werden, aber es ist mein Ziel, dass wir dieses Jahr alle wieder zusammenkommen können, nicht nur im Rahmen der Israel-Tage in euren jeweiligen Städten, wo möglichst viele sich von euch beteiligen werden, sondern auch im Rahmen eines Israel-Kongresses. Daran arbeite ich, darum bitte ich um eure Unterstützung. Dafür danke ich euch gleichzeitig. Denn ohne die Unterstützung eines jeden Einzelnen im Rahmen seiner jeweiligen Möglichkeiten wird es nicht gelingen. Außerdem suchen wir immer wieder ehrenamtliche Helfer. Wir suchen Leute für unsere sozialen, für die sozialen Medien, für die Betreuung unserer Facebook-Seite, wir aber auch für unsere diversen Gruppen, die von uns mitgemanagt werden. Und wir brauchen immer wieder auch für die Illi News Redakteure und bei den Israel-Tagen sowieso Freiwillige. Und genauso gilt das natürlich auch für Honestly Concerned. Wir danken euch noch einmal für eure Unterstützung und hoffen, auf euch zählen zu dürfen. Alles Liebe aus Jerusalem, hier von der Klagemauer.